Nachdem vor Monaten die Verbindungen des Habeck-Clans aufgedeckt wurden und immer weitere Kreise gezogen haben, muss Patrick Greichen jetzt gehen. Hintergrund sind Posten, die wie bei einem guten Familienclan vergeben wurden. Die Grünen sind der politische Arm dieser globalen Finanzinteressen. Und der Greichen-Clan ist die Hand, die die erforderlichen Gesetze dazu schreibt. Ihre Klimapolitik macht globale Superreiche noch viel reicher, während der normale Deutsche sprichwörtlich das Dach über seinem Kopf verliert. Ihre Klimapolitik ist nichts anderes als der ultimative Angriff auf das gesamte deutsche Volksvermögen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden nicht zulassen, dass Sie damit Erfolg haben. Vielen Dank. Obendrauf kam jetzt noch raus, dass sich der Referatsleiter von Habeck seine Dienstreise nach Saudi-Arabien von Saudi-Arabien hat finanzieren lassen. Also der zum Säbeltanz genötigt wurde. Der größte Witz an der Sache, man findet mittlerweile einfach niemanden, der nicht zum Clan gehört. Im Ministerium wird bereits nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Das gestaltet sich als schwierig, weil die Person keine Verbindung zu dem Netzwerk Greichens haben sollte. Den Mist kann man sich einfach nicht ausdenken. Wir sind nicht nur von der Kriminalitätsrate her ein komplettes Shithole geworden, sondern jetzt auch von der Korruption in der eigenen Regierung. Habeck hat sich dann heute in einer Pressekonferenz dazu geäußert und versucht, die Welle an Kritik auf rechtsextreme bzw. pro-russische Accounts abzuwälzen. Dass Patrick Greichen in den letzten Wochen über das berechtigte Maß an Kritik und Aufklärung so angefeindet wurde, von mitunter rechtsextremen Accounts Lügen über die Familie verbreitet und von pro-russischen Accounts weiter gepusht worden, ist unerträglich. Bei dem ganzen Mist und weil wir natürlich in der allerbesten Demokratie der Welt leben, würde man natürlich denken, dass Habeck jetzt zurücktreten muss. Nicht Greichen muss gehen, sondern Habeck. Er trägt die Verantwortung über das Wirtschaftsministerium und wusste genau, was er tut. Greichen wird wahrscheinlich aussichtsreich in der freien Wirtschaft positioniert und bedient die Lobby dann von außen. Auf den Rücktritt Habecks können wir jedenfalls so lange warten, bis Klimakleber wieder rational denken können. Also ewig. Oh, Patrick Greichen hat seinen Job verloren. Er verbringt nun weniger Zeit mit der Familie. Bestes Deutschland aller Zeiten. Meine Damen und Herren, es folgt ein selbstverfasstes Gedicht mit dem Titel Greichen musste gehen. Greichen musste gehen. Es ist wie bei Freundschaften oder auch in manchen Ehen. Greichen musste gehen. Da hilft kein Betteln und auch kein Flehen. Es ist zu spät für Neuanfang. Greichen musste gehen. Ich hingegen, ein Mann von Größe, der immer auf ist seine Klöße. Ein guter Junge und Bursche fein. Ein echter Kerl mit Ego klein. Ich bleibe nach wie vor im Amt, nicht wie Greichen, dieser Koboldmann. Ich werde einer der Letzten sein, die stehen, doch Greichen nicht, denn der musste gehen. Bitte kaufen Sie meine Autobiografie, grüner Geist, doch weiße Weste. Ich bin raus, Amina Kurt.